Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lost Odyssey. Ja, wir sind momentan bei den Kindern. Ihr wisst es noch, das Zugunglück, Keim und Sarah verschollen. Aber dafür haben sie die Kinder gerettet. Jetzt ist die große Frage, sind die Kinder wirklich gerettet? Weil bei diesem Schneesturm und diesen Kleidern, das ist ja grausam. Max hat schon mal kurz dahin gerissen, aber er hat sich nochmal aufgerappelt. Und jetzt gucken wir mal, wo unser Weg uns hinführt. Ich bin mir noch nicht mal so sicher, wo die Kinder überhaupt hinlaufen. Sind sie eher vernünftig, laufen Richtung Goza, aber das ist verdammt weit weg wahrscheinlich. Oder laufen sie Richtung des Zugunglücks und ho hoffen, dass Keim und Sarah doch noch leben. Was wir natürlich alle hoffen. Naja. Okay. Anscheinend gibt es schon einen Charakterwechsel wieder. Oder auch nicht? Just like a dream, with the warmth that's in your eyes when you look at me. I hear your voice beside me, it whispers to me. I can't hide how it makes me feel, the shyness you see. Understand how deep it goes, but I know how I feel, what I hold deep in my heart. There's just no way to stop this, it's hopeless but true. I feel this love more than anything, so what more can stronger than I am, but then I feel the boldness that's inside my heart just melt away. How I feel for you and what I wanna say keeps getting locked inside. I like to make what you are into someone irreplaceable. There will always be by my side, what you are, into something so cool in this life of mine that I. Oh, es tut mir wirklich leid. Ich wollte dich nicht wecken. In meinem Traum hast du gesungen. Wenigstens dachte ich, ich träume. Und hast du gesungen? Nein, ja, ich meine, normalerweise mache ich das nicht vor anderen. Was ist mit deinen Augen? Meinen Augen? Die Farbe ist anders. Was ist denn los? Ich habe etwas geträumt. Du hast dich erinnert? Ja. Als ich die magische Energie zu deinem Schutz eingesetzt habe, könnte das möglicherweise das Siegel an meinen Erinnerungen gelöst haben. Es scheint, als würden sie langsam zurückkehren. Du erinnerst dich. Das ist toll. Was ist denn? Und jetzt belastet dich etwas aus der Vergangenheit? Hä?
Keim hasste seine Erinnerungen. Er sagte, sie seien nur schmerzhaft. Auch wenn es schmerzhaft ist, glaube ich, es ist meine Pflicht, mein Gedächtnis zurückzuerlangen. Pflicht? Was meinst du damit? Keim hatte wahrscheinlich viel mehr mit anderen Leuten zu tun als ich. Er hat mehr von Leben und Tod gesehen als wir alle. Die Erfahrungen von 1000 Jahren können eine schwere Last sein. Aber ich will zurückblicken, mich erinnern an all diese Jahre. Wow, 1000 Jahre. Das ist echt lang. Das ist bestimmt nicht leicht. Wenn sich alles ändert, bis auf dich selbst, das ist echt schwer. Du bist unglaublich. 1000 Jahre zu leben, einfach unglaublich. Das ist unvorstellbar. Ah, hier. Ich hab hier was für dich. Das war alles, was es gab. Ist nichts für eine Königin, aber es hält dich bei Kräften. Danke. Wollen wir essen? Na, danke, isst du nur. Ich hab keinen Hunger. Du musst zu Kräften kommen. Das war bestimmt anstrengend. Du hast viel magische Energie verbraucht, um mich zu schützen. Wenigstens weiß ich endlich, wer ich tatsächlich bin. Dank dir. Ach, naja, weißt du, ich tat, was ich tun musste. Ich saß da irgendwie rum und du hast mich beschützt. Mann, das war mir eigentlich echt peinlich. Oh je, ich will mich gar nicht daran erinnern. Kann man doch nur genießend schmunzeln. Sehr schöne Szene. Also, Eure Majestät, was wollt ihr tun? All eure Untertanen werden nun zu Futter für den Atrosaurier. Alles, was sie aufgebaut haben, ihre Stadt, ihre Kultur, Geschichte, ihr Leben, ja, selbst ihre Freunde, alles wird von ihren Füßen zertrampelt. Nur ihr könnt es aufhalten, Eure Majestät. Ming Nomara. Warum hast du das getan? Hast du denn gar kein Mitgefühl? Ihr müsst wissen, dass während wir hier stehen, noch mehr eurer Untertanen getötet werden. Gongora, du Monster! Wir zwei haben eine Ewigkeit. Aber habt ihr wirklich die Zeit zu zögern, Majestät? Seid ihr taub für die Schreie? Na gut. Was muss ich tun? In solchen Zeiten sind Unsterbliche so umständlich. Ich kann euch nicht das Leben nehmen. Doch egal, ob ihr nun ein Leben als lebender Toter wählt oder euer Leben fortwerft, das Ergebnis bleibt sich gleich. Wovon sprichst du? Blockiert euer Gedächtnis. Was?
Eure magische Energie ist sehr mächtig. Hypnotisiert euch damit selbst und versiegelt euer Gedächtnis. Tut ihr das, stoppe ich den Atrosaurus. Feigling! Ihr habt nur zwei Möglichkeiten. Es ist versteinert! Eure Majestät, schnell, beeilt euch! Wer bist du? Warum sprichst du mich als Majestät an? Ihr seid die Königin von Umara. Ist das wahr? Wirklich? Ich bin wieder zurück. Für mein Volk. Ming, hey, wo gehst du hin? Okay, mach's mal eben leiser. Nach diesen doch sehr inforeichen Sequenzen, jetzt wissen wir auch, wie dieser versteinerte Atrosaurus dahin kam. So, und wir sind, Jensen, ganz allein, okay. Werden mal speichern. Ja, wunderschöne Sequenz und auch der Traum sehr, sehr aufschlussreich. Interessant, dass Gongora nicht die Macht hatte, Mings Gedächtnis zu blockieren, dass sie das selbst machen musste. Also ist die Ming eigentlich die stärkste von allen. Zumindest was Zauber angeht. So, ist da hinten noch was? Ach, ich will doch nicht rasten. Oh. Ich sehe da hinten eine Truhe. Ich sehe sie ganz genau. Her damit. Ambrosia. Gut, jo. Hallo, na, ausgeruht? Suchen wir Keim und die anderen. Das ist doch mal eine gute Idee, nachdem sie sich, relativ erholt haben in dem etwas anderen Goza, möchte ich meinen. Wir schauen uns trotzdem um. Alles total vereist und zerstört. Meine Fresse. Naja. Und es gibt Feinde. Ja, das war zu erwarten. Das ist echt nicht mehr lustig. Nee, finde ich auch nicht. Ich hätte vielleicht mal die Gruppe anschauen sollen. Zwei Magier. Das kann ja jetzt lustig werden. Wie sieht's denn aus? Wer steht vorne? Steht Jensen vorne? Naja, wir werden nicht lange fackeln und ein bisschen rumfackeln mit Feuer. Obwohl, wir haben Element Erde. Erde, Erde, Erde. Ja, war Feuer, oder? Ich probiere es einfach mit Feuer, wir werden es dann merken. Und sie kann das Spiel machen. Schauen wir mal, wie das reinzieht. Gut, die machen jetzt nicht so einen beunruhigenden Schaden und Jensen steht wirklich vorne. Er beschützt natürlich seine Königin, ist doch klar. Ach herrje, der braucht zwei Runden für Feuerer. Oh Mann, da ist aber Sarah besser. Na gut. Schaffen wir alle im nächsten. So. Jawohl, hat gereicht. Jawohl, was für ein genialer Konter. Wahnsinn. So,
Hat auch gereicht. Wunderbar. Wie gesagt, Leute, ich werde nicht aufstufen, solange wir nur so kleine Gruppen haben. Das wäre ja sinnlos. Erst wenn wir da komplett sind. Seelenmedizin. Boah. Sieht schon krass aus jetzt. Im Vergleich zu vorher. Oh. Okay, da gehen wir nicht lang. Aber wir gucken trotzdem mal. Hallo? Okay. Da ist nix. So, Treppe runter. Keine Menschenseele, die es überlebt hat. Aber merkwürdigerweise auch keine Eisgestalten, die einfach so erfroren dastehen. Hm, nach oben oder nach unten? Wir gehen mal nach unten. Also laut Karte soll es hier noch weiter runter gehen. Hm. Geht aber nicht. Dann lassen wir es. Gehen wir halt hoch. Ich glaube, da ist eine Kiste. Nee, da ist keine Kiste. Ich habe schon Hallus. Okay. Dann gehen wir die Treppe hoch. Och. Knick in der Optik mal wieder. Da ist eine Kiste. Allheilmittel. Und Treppe hoch. Treppe hoch. Okay. Was ist das? Nix. Hier ist auch nix. Ah, hier geht's weiter. Hm, das sieht wie ein Versteck aus. Ah. Da muss was Gutes drin sein. Das hat man nämlich auf der Karte nicht gesehen. Oh ja! Und los geht's! Okay, aber erstmal Gegner. Erst müssen wir uns den Schatz verdienen. Ja, schon wieder die. Okay, da ist Feuer nicht wahr. Wasser ist für Feuer. Mal Luft. Mach mal Luft hier. Und halt, stopp. Luft braucht zwei Runden. Also nehmen wir lieber Luft. Luft hab auch zwei Runden so rum. Ach, Mann. So, und das Spiel, bitte. Ich könnte Ming ja auch Schwarzmagie geben. Aber naja. Bisschen Abwechslung hier. Ach, deswegen wird Jensen zwei Runden brauchen. Er wird ja angegriffen. Immer wieder ein Held hier. Aber Ming schafft es dennoch. Ming, mach noch mal ein Spiel auf. Ja, auf den Angeschlagenen hier. Jo, die Luft war's. Aber die reicht nicht. Ich müsste Luft da machen. Gut, dass wir das jetzt auch wissen. Auf die Art können sich Gegner natürlich hinziehen. Naja, egal. Oh, jetzt war der Schaden sehr gut. Hätte er nicht vorhin so sein können. Nicht... Eben hatte ich noch einen Zustand. Jetzt ist er weg. Naja, umso besser. Gut, dann jetzt nochmal Luft auf den Angeschlagenen. Und nochmal Spiel auf den noch frischen Gegner. Und ich hoffe, das war's in der Runde. Liegt jetzt an Ming. Ausweichen. Na, ob das noch was bringt? Mal sehen. Und Zauber ausweichen, das könnte schwer werden. Ah. Na gut, einmal noch zaubern. Was soll's, was soll's. Luft, Spiel. So. Mach deinen letzten pünktlichen Schaden und dann stirb vor dich hin. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir müssen die Kinder retten. Oder auch Kyle und Sarah retten, das wäre vielleicht noch besser. Soll einfach alle retten. So, Kiste. Platzsamen, ja, doch, ja. Das ist eine... Das ist ein Item, worüber ich mich immer freue. So, und jetzt? Ja, mal da lang, ne? Hm. Genau, hier geht's weiter. Aber in welche Richtung gehe ich jetzt? Da ist nix. Da lang oder da lang? Gehen wir da lang. Denn hier gibt es nur eine Kiste.
Und wir erhalten Vampirzähne. Na, solange wir den Besitzer nicht finden. Vampire gibt's in dem Spiel eigentlich gar nicht. Naja. Vielleicht sind es auch nur Plastik-Vampirzähne. Wer weiß. Egal. Hauptsache eine schöne Komponente für irgendwas. Wahrscheinlich TP absaugen. Jo. Das wäre logisch. Wie sollen wir Hinweise bekommen? Wie wäre es mit einem anderen Ansatz? Und zwar? Keim und Sarah sind auf den magischen Zug Kuk und Max gefolgt, richtig? Ja, Richtung Osten, glaube ich. Ja, dann gehen wir doch einfach nach Osten, ne? Und schön zu sehen, dass hier noch andere leben. Mit denen machen wir mal eine Runde Speedquatsching. Da geht's, manche versuchen zu fliehen. Ehemaliges Stadtzentrum. Also das ziehe ich mir jetzt nicht in voller Länge rein. Offenbar ist Oberstadt und Mittelstadt beide eingefroren. Nur dieses Gebiet anscheinend hat so halbwegs... Nicht, das ist der Vorteil in der Unterstadt. Ja, ja. Was wohl mit denen da oben passiert ist? Tja. Der König ist gestorben. Der Hund spricht nicht mit mir. Naja. Hallo. Ja, er verkauft immer noch nichts. Da haben ja recht viele dann doch überlebt. Mhm, ein Eismonster. Zahnische Truppen. Billiger, aber sie verkauft mir nichts. Die verkauft mir auch nichts. Machen die mal so falsche Hoffnungen hier. Die Vase haben wir schon. Das ist ja das alte Gebiet, das kennen wir ja noch. Mhm. Ja, es ist kalt. Wir speichern nicht. Das ist das Haus. Und ich glaube, da gibt es jetzt... Wir gucken mal. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, da gab es diese drei Stockwerke, die sind ja bekannt, aber jetzt gibt es noch den Hinterhof. Und was es mit dem auf sich hat, das verrate ich euch noch nicht. Ich sag nur so viel, wir werden noch unseren Spaß im Hinterhof haben. Hey, ihr lebt noch? Tut mir leid, euch zu belästigen, aber könntet ihr Gilgef diese Nachricht bringen? Oh, tja, das ist wohl richtig. Wenn Goza schon so aussieht, ist Kent auf keinen Fall unversehrt geblieben. Tut mir leid, dass alles umsonst war, danke. Ah, verdammt. Ihr erinnert euch bestimmt, ich hätte eine Botschaft nach Kent bringen sollen. Und so wie das klingt, kann ich das nicht mehr machen, weil Kent wahrscheinlich zerstört ist. Das wäre ja schade, aber ich werde es trotzdem so bald wie möglich versuchen. Und ach ja, selbst wenn es nicht klappt, ist es nicht so schlimm. Weil, ihr wisst ja, das Auktionshaus, da gibt es alle Items, die nicht mehr zugänglich sind. Okay, da ist nach wie vor nichts. War ich jetzt überall? Den Umweg da hinten habe ich noch nicht gemacht. Also. Da hoch. Zerstört. Das, wenn es was Wichtiges gibt, dann lese ich es eh vor. Keine Sorge, ihr habt es ja eben gemerkt. Ich achte da schon drauf. Nur ich weiß nicht, wie ihr das findet. Wenn die Gruppe gesplittet ist, ich will diesen Zustand immer so schnell wie möglich hinter mir haben. Ich möchte immer eine vollständige Gruppe, weil ich das immer so schade finde, wenn die anderen nicht leveln und nicht dabei sind, weiß der Geier nicht. Das mag ich einfach nicht. Obwohl es eben in diesem Spiel wirklich so genial ist, diese Story. Gerade während diesem Gruppensplit. Das ist so geil inszeniert einfach. Da war doch mal eine Kneipe. Ist die jetzt auch zu? Ah, anscheinend. Oder ich vertue mich nur gerade. So. Ach, mit dir habe ich doch schon. Okay. Ich glaube, wir haben mit jedem gequatscht. Unser kleiner Rundgang durch Goza, die Unterstadt. Und jetzt nach Osten. Und da wir nach Osten wollen sollen... Hey, da ist noch was drin. Lodender Rubin. Okay, ich gehe mal nach unten. Okay, will er eh nicht. Gut, dann gehen wir nach Osten. Ja, 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 ja. Ist schon gut. Gehen wir weiter.
Richtung Bahnhof, Richtung Gleise. Okay, hier ist wieder der östliche Distrikt. Auch wieder sehr ramponiert, das Ganze. Ah, guck mal, da ist bestimmt was drin. Ja, eine Menge Eis. Und ein Heilungskraut. Wunderbar. Hier könnte es jetzt wieder Gegner geben. Aber wir gucken uns trotzdem gründlich um. Geht's da hoch? Nee. Ach ey, das ist ja noch ganz schön groß. Gehen wir erstmal runter. Da ist bestimmt noch irgendwas Feines. Aha. Her damit. Lodener Rubin schon wieder. Ich glaube, der schützt gegen Frost, also entfernt den Status Frost, was ja hier sehr gut passt. Machttrunk. Und da ist sonst nichts. Okay, das war's anscheinend. Also weiter nach vorne hier. Gut, wenn Keim und Sarah nach Osten gefahren sind, sollten wir auch dahin. Ja, und Kuk und Max suchten die Aurora, um die Seelen der Verstorbenen zu treffen. Genau, um den Geist ihrer Mutter zu finden. Ach, die zwei sind doch einfach süß, oder? Ja, eine Romanze darf nicht fehlen. Und wir kriegen Feinde serviert. Mal gucken, vielleicht was anderes heute. Los geht's! Nee, sie bleiben dabei. Und dann zeige ich euch die jetzt zum letzten Mal. Na, wenigstens sind es nur zwei diesmal. Ich bleib bei meiner Taktik. Ach, lass doch mal den armen Chance in Ruhe. Kommt er erst wieder in der nächsten Runde ran. Mensch, Mensch. Sehr schön, hat knapp gereicht. Und den Rest dürfte nun hoffentlich Chance machen. Das ging doch jetzt mal deutlich schneller wie das letzte Mal. Uiuiui. Sehr schön. Ja, Jensen, wir wissen's. Na, Ming hat was gelernt. Ja, kümmere ich mich auch erst drum, wenn wir wieder komplett sind. Huch! Das wollte ich gar nicht. Aber es war bestimmt gut. Okay. Kann ich sowas nochmal machen? Oh. Jo, da sind wir wieder. Nee, diesmal kann ich es nicht machen, aber ich kann da die Leiter runter. Das sieht alles so verwirrend hier aus. Also hier ist zu. Hier ist nix. Okay. Ah ja, und da habe ich mir meine kleine Brücke gebaut. Süß. Ist da noch was? Nee. Immer so leichte Panik, was zu übersehen in diesem Gerümpel. Na ja, gut, gehen wir mal hoch. Ah, da ist eine Kiste. Göttliche Medizin mal wieder. Habe ich noch nie benutzt, das ganze High-End-Zeug hier. Naja. Das wird noch kommen, das verspreche ich euch. Das Spiel hat noch so seine Herausforderungen. Samen! Mensch, brauche ich unbedingt mal wieder ein Pippot. Schon ewig her. So, okay, dann mal da rein. Ich hoffe, das Ding fährt noch. Ach, das ist ja gar kein... Das ist ja ganz manuell, ist einfach der Leiter runter und gut ist...
Ah, da hinten sind diese Schienen. Glaube ich. Ah ja. Und anscheinend hat sich der Sturm gelegt. Zumindest hier sieht es danach aus. Oh, da ist noch eine Kiste. Ich hab dich gesehen. Noch ein Platz haben. Fein. So. Und dann geht's rund hier. Langer, langer Weg. Okay, wir bleiben bei Jensen. Große Karte sagt mir, ja, bis auf ein paar kleine Nischen gibt's hier nicht viel. Ach, aber da waren immer Items drin, ne? Mana-Kapsel, na, immerhin. Bin mal gespannt, ob wir auf irgendjemanden treffen. Lodender Rubin schon wieder. Und Feinde, ich bleib mal drauf. Vielleicht kommen jetzt andere. Schließlich sind wir jetzt raus aus der Stadt. Ja, obwohl, ich glaube, die kennen wir auch schon, oder? Die gab es ja auch auf dem Eisberg. Was habt denn ihr? Ihr habt Element Luft. Da hilft dann Feuer, da bin ich mir noch ziemlich sicher. Feuer und du machst das Spiel. Ja, gib's ihm, Ming. Was für ein Konter. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, das auszurüsten. Ach je, ich muss mich heilen. Ah, wunderbar. Na ja, komm, den Kampfmann jetzt, oder? Ja, den Kampf haben wir jetzt noch fertig und wir werden uns dann außerhalb des Kampfes heilen. Mann, das hast du immer vergessen in letzter Zeit. Yeah. Knapp, aber lebt noch. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Ah, jetzt killt er mir vielleicht doch noch. Ah, nein, nein, ich benutze ein Item, genau. Nutze ich doch mal den Heilungstank. Wollt eh mal wissen, wie viel der auffüllt. Damit ich es in Zukunft mal wieder weiß. Ich vergesse es immer so schnell. 1000, okay. Ich dachte 2000, aber nee, 1000 ist auch gut. So, das war's. Was für ein sinnloser Kampf. Jetzt haben wir uns auch schon geheilt, was soll's. Hey, hier gibt's... Die geben noch nicht mal so schlecht AP. Das nächste Mal kriegen wir eine Stufe. So, und jetzt kommt da links eine Nische. Da gehen wir mal hin. Nicht wert speichern, wenn da oben ein Speicherpunkt ist. Ne, da ist gar keiner. Ah, da ist bestimmt irgendwas anderes Feines. Ah, eine Aufstufstation. Okay. So kann man natürlich auch heilen. Ob sich der Weg jetzt aber gelohnt hat? Naja. Gehen wir wieder da rechts hin zu den Items. Summon! Ach ey, das dauert ja ewig. Da links kommt nochmal so eine Nische. Bestienraspel. Ja, es wird mal wieder Zeit, dass ich Ringe anfertige. Ich habe immer noch keinen einzigen von diesen Stufen 2 Dingern. Das ist echt peinlich. So, die zeige ich jetzt auch zum letzten Mal. Also, gleiches Spiel wie vorher. Feuerer. Und Spiel. Aua. Ach, der Controller wird schon wieder leer. Das gibt's doch nicht. Ich
hasse diese Dinger. Nein. Immer noch besser als Batterien zu benutzen. So. Fortsetzen bitte. Und das Spiel, jetzt habe ich überhaupt nicht aufgepasst, was passiert ist, weil ich auf meinen Controller geguckt habe. Und der lebt noch. Wie blöd. So. Ich habe das falsche Kabel angeklemmt, sehe ich gerade. Ich schaue schon wieder nicht zu, was im Kampf passiert. Ich suche da gerade das Aufladekabel, bevor mein Controller den Geist aufgibt. Ist ja in einem Spiel wie Lost Odyssey nicht so schlimm. Ich hatte da schon deutlich schlimmere Situationen. Ich sollte mal wieder was machen. Wie sieht's aus? Einer lebt noch, sehr schön. Der ist dann Geschichte, entweder durch Mink oder letztendlich durch den guten Jensen. Bitteschön. So, jetzt endlich das Kabel da einfuchsen. So, ich bin drin. Und er lädt auf, angeblich. Naja. So, Harley hat genau einen Kampf gereicht und alle haben Stufe 33. Magie, Verteidigung, Versteigerung erlernt. Sehr schön. Weiter. Ach, hier ist der Szenenwechsel. Oh! Und wir sind hier bei den Kindern wieder. Okay. Bei ihnen ist noch dieser Wind. Ich kann nicht schneller laufen. Ich versuch's ein bisschen zu verschnellern, indem ich schräg laufe, aber das bringt so gut wie nichts. Ihr merkt's ja. Ja, doch, so. So. Kommt mir auf jeden Fall schneller vor. Naja, geht so. Ist das übel. Okay, so laufen wir jetzt. Oh, da ist, was ist denn da? Vielleicht haben wir Glück und da sind die anderen. Also Kyle und Sarah. Unsterblich. Steh auf, Kug. Wir müssen weiter. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Kug, steh doch auf. Verdammt. Oje. Was ist? Da war eine Stimme. Wessen Stimme? Keine Ahnung. Vielleicht war das ja auch der Wind. Ich glaube dir ja, dass es eine Stimme war. Okay, da hinten ist die Stelle. Wir sind ja verdammt nah bei den Kindern. Das ist ja mal gut. Das ist sehr gut. Zum Glück können die schnell laufen. Kinder, wir kommen. Und Kinder, warum habt ihr die Items hier nicht mitgenommen? Tss, tss, tss. Ein Kriegerarmband. Wir kommen. Müssten sie jetzt nicht da schon liegen? Oder irre ich mich einfach nur an der Stelle und sieht das nur so ähnlich aus?
Naja, gucken wir gleich. Was ist das? Das ist gar keine Kiste. Das ist gar nichts. Ich gehe erstmal nach links. Ja, das ist jetzt assi, aber... lieber erstmal speichern. Wir wissen ja nicht, was dann kommt da hinten. So, hoch mit uns. Ah, eine Auffüllstation. Und speichern. Ein kurzer Blick auf der Uhr sagt mir, dass wir noch knapp 10 Minuten haben. Halt, ich wollte mal wieder da drauf speichern. So. Hoffentlich sind da wirklich die Kinder. Dann wären wir nämlich zu viert. Das wäre mal ein angenehmer, obwohl dann hätten wir fast nur Magier. Ach du liebe Zeit. Naja, gibt Schlimmeres. Lieber 4 Magier wie 2 Magier. Wobei Max ja auch ein bisschen draufhauen kann. Oh, wir bekommen ganz andere Gegner jetzt. Wobei, die kennen wir doch. Das sind die, wo bei Sarah und Keim auch aufgetaucht sind. Vielleicht gibt es ja bald ein großes Zusammentreffen. So, und ihr seid Wasser. Und, da muss ich, glaube ich, Erde machen. Erde, ja. Und das Spiel, bitte. Immer auf den Namen Jensen. Ach. Oh, Wasserrutsch. Ja, okay. Ah, Mist, ganz knapp nicht gereicht. Yeah, aber hier... Na komm, den mobben wir jetzt um hier. Jawohl. Das war nicht so toll. Gut, die Gegner sind auch kein Problem, also weiter. Oh, okay, ich lasse ihn noch einmal drin. Nicht aufgepasst, was? Einmal lassen wir sie noch drin. Dann habe ich euch wirklich... Ach, jetzt kommen die auch nochmal. Ah. Und dann auch gleich 4 Stück. Jetzt wollen sie es aber wissen. Okay, bei euch Feuer. Und das Spiel. Aua. Ist jetzt gut. Oh, was machen die denn da für einen Status überhaupt? Ist das Frost? Fortsetzen und nochmal ein Spiel. Okay. Den mobben wir dann in der nächsten Runde kaputt. Kaboom. Ich glaube, ich muss mich heilen. Das wird ein bisschen knapp hier. Ja, doch. Doch, 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 ja. Ah, können wir den auch schnell killen, oder? Und... ah. Nein, die Gegner sind zuerst dran. Warum? Ah, okay. Verbündete werden im Kampf gerufen. Och, nö. Jensen... war, ich bin selbst schuld. Ach, kein Problem, Leute. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, okay, okay. Er steht ja noch. Also, Gegenstand. Heilungskraut. Nee, Heilungstank. Und das Spiel. Wieso? Okay. Wir haben Frost und Frost friert nicht ein. Frost behindert uns beim Zaubern. Deswegen braucht jetzt Ming auch so lange. Das ist natürlich blöde. Ach, Frost ist doof. Dann werde ich mal nur Feuer machen, das geht schneller. Fortsetzen. Ach Mensch, ist Frost doof. Ich sollte mich dagegen ausrüsten. Und die rufen und rufen, ich werde verrückt. Nee, Leute, da muss eine andere Taktik her, so geht's nicht.
Wir verblöden ja noch bei diesen Gegnern. Das kann ja ewig so weitergehen. So, warte mal. Wir haben ja auch Gegenstände, ja? Da haben wir sowas wie eine Feuerrußbombe. Das schmeißen wir jetzt... Oh! Okay. Ihr seht den Unterschied. Hier kämpfen wir die ganze Zeit gegen Diablos. Diablos, ja. Und das da hinten ist ein deutlich stärkerer Don Laplos. Na, cooler Name irgendwie. Und hey, da hat sich das Kämpfen ja doch gelohnt, weil das ist eine kleine Nebenmission. Da haben wir den Auftrag noch gar nicht bekommen. Und schwupps haben wir unser Ziel, unser Target. Yeah! Und die Feuerrußbombe widme ich dann doch diesem Don Laplos. Na, das ist ja wunderbar. Aber wir müssen aufpassen, der Typ ist gefährlich. Also, Feuer. Haben wir noch Feuer-Ra-Bomben? Ich hoffe doch. Wie, wir haben keine einzige Feuer-Ra... Doch, da. Ach, wusste es doch, wir haben das Zeug gekauft. So. Damit haue ich dich zu Brei. Weil Items werden halt sofort geschmissen. Da kann uns der Frost mal kreuzweise... Mist, der lebt noch. Okay. So. Ach, der lebt noch, weil er ein anderes Element hat anscheinend. Okay, langsam nervt. Aber schön, dass wir die Nebenmission jetzt hoffentlich erfolgreich noch mitnehmen. Och, jetzt hat er auch noch Gift. Ich werde wahnsinnig. Ich glaube, so langsam könnten wir mal ein Allheilmittel schmeißen. Aber ich will die Gegner loswerden. Feuerer. Ja, der Typ ist nämlich Element Feuer. Dementsprechend müssen wir ja umdenken. Und Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Eine Wasserbombe. Das wird ihn dann eh niederstrecken, egal ob er anfällig ist oder nicht. Und Feuerer auf dich. So. Jawohl. Unser Target ist tot. Der ist fast tot. Wir sind auch fast tot. Alle tot. Wunderbar. Nee, wir schaffen das irgendwie. Wenn die jetzt einmal rufen, dann... Oh, nee, nee, nee. Ich komme da auf keinen grünen Zweig, aber ich will den Kampf jetzt natürlich erfolgreich beenden, sonst wäre das super ärgerlich. Also, Feuer, wir arbeiten noch weiter mit diesen Bomben. Ne, wir machen das jetzt anders. Wir machen das jetzt anders. Ich habe keine Lust mehr. Wir werden jetzt erstmal heilen. Aber heile ich zuerst den Status oder mich selbst? Oh, ist das... Habe ich eine Heilungsmagie, die auf alle geht? Mal gucken. Eines Gruppenmitglieds. Ich hätte gern eine Heilung auf alle. Seelenmedizin... Ach, jetzt hör doch mal auf, du blöder Controller. Hallo. Der macht mich wahnsinnig. Die TP und eines Gruppenmitglieds. Eines Gruppenmitglieds. Es gab doch was, wo wir... Nee, haben wir aber nicht. Verdammt. Na gut. Dann müssen wir... erstmal heilen. Und sie... Ich würde gerne ein Aalfeuer machen. Ein Aalfeuerer, weil dann ist Zappe im Karton. Egal wie viele da stehen. Komm, versuchen wir es. Ah, das dauert so lange. Drei Runden. Oh, nee, nee. Das dauert viel zu lange. Nein, töten Sie Ming. Nein, hört auf. Oh Mann, okay, sie lebt noch. Gegenstand. Heilungstank. Ming. Fortsetzen. Ich habe ein ungutes Gefühl, ein ganz ungutes Gefühl. Oh, bitte nicht alle auf Ming. Ja, schön verteilen. So ist brav. Gut. Okay, okay, in Ordnung. Dauert nicht mehr lange. So, jetzt ganz cool bleiben. Chancen heilen. Ming setzt fort. Noch zwei Runden. Dann ist sie dran. Lasst sie in Ruhe.
Wenn... Ich dreh durch. Uah! Mann. Knapper kann's ja nur nicht sein. Zum Glück ist sie nicht vergiftet. Heilungstank sofort auf Ming. Fortsetzen. Und durch diese Angriffe wird es nochmal verzögert. Mann. Bitte mehr auf Jensen. Hallo. Okay. Ja. So. So. Mann. Okay, Leute. Ming dürfte jetzt drankommen. Und ich werde jetzt mal für Jensen ein Allheilmittel schmeißen. Wo haben wir die denn? Da. Ja, wir kommen zuerst dran. Aalfeuerer. Okay, einer hat überlebt. Und wenn der jetzt... Wieso hat der keinen Schaden bekommen? Ging das nur auf eine Reihe oder was? Oh Mann. Okay, ist mir jetzt aber absolut wurscht. Ich werde jetzt... ihn sofort killen mit Feuerbomben. Kein Bock, dass der jetzt nochmal jemanden ruft. Und wenn ich ein Item schmeiße, dann kommt er nicht mehr dazu. So, das sollte reichen. Jo. Meine Fresse, was war das für ein Kampf, Leute? Und schaut an, wir haben Don Laplos Clown erhalten. Das ist ein Spezial-Item. Boah, und ich dachte, ich könnte euch noch was anderes zeigen. Na, jetzt kann ich nämlich gerade nochmal zurücklaufen und speichern. Das war's in diesem Part. Tut mir leid, Säure. Säure? Tut mir leid, Leute. So rum. Säure. Naja, fühlt euch geehrt. Nee, die Kinder müssen leider noch 2 Tage dann warten. Aber keine Angst, sie halten das aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war ja anfangs ein bisschen romantisch, dann wurde es doch eher wieder ein bisschen chaotisch. Naja, so ist manchmal eben Lost Odyssey und vor allem, wenn ich es spiele. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer John McLeod.